Hallo? Mein Name ist Dr. Christa Herzog und ich spreche über den Glauben. Der Glaube ist etwas, was Sie lange wiederholt denken. Dann wird es zum Glauben und was Sie fest glauben, können Sie auch sehen. Was Sie glauben, wird real. In allen religiösen Büchern, alle Religionen lesen Sie über den Glauben. Sie sollten das sehr aufmerksam lesen und darüber nachdenken. Ich wurde römisch-katholisch erzogen. Das heißt, ich kenne Bibeltexte besser als die Texte von anderen Religionen. Aber hier gehört ja auch die Tora dazu, das Alte Testament. Und überall steht, leben Sie mit Glauben und nicht mit dem Sehen. Wenn Sie etwas glauben, dann wird es sichtbar. Ich habe Freunde, die jeden Sonntag in die Kirche gehen. Und dann sagen sie, wenn sie krank sind, bitte bete für uns. Vielleicht hilft es. Und in der Bibel kann man lesen, alleine dein Glaube hat dich geheilt. Wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn und du davon überzeugt bist, dass das geschehen ist, was du dir wünschst, dann wird das auch geschehen. Du kannst Berge versetzen. Du kannst dich heilen. Aber leider, unser Glaube ist nicht groß genug und viele von denen, die eigentlich glauben sollten, glauben es nicht. Glauben nicht, was sie Woche für Woche vorgesetzt bekommen. Gehirnwäsche. Immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Leider Gottes, von klein auf werden wir einer Gehirnwäsche unterzogen von Eltern, Lehrern, Religions Brüdern. Aber warum sagen sie es uns nicht richtig? Warum versuchen sie eigentlich, den Glauben aus uns rauszukriegen? Da sitzt ein kleines Mädchen in seinem Zimmer und spielt mit einem Spiegelfährten. Und dann kommt die Mutter und sagt, mit wem redest du? Das kleine Mädchen sagt, ich rede mit meiner Freundin, mit meiner neuen Freundin. Die Mutter kommt hinein und sagt, dass du fantasierst schon wieder einmal. Aber nein, schau doch. Imi, das ist meine Mutter. Wink ihr zu. Und die Mutter sagt, dass du immer nur fantasierst. Hör doch endlich damit auf. Wie schade, dass die Mutter nicht versteht, dass ihre Tochter sehr wohl ihre neue Spielgefährtin sieht, so real sieht, dass sie sie sogar anfassen kann. Das hängt von der Frequenz ab. Das kleine Mädchen ist so überzeugt, es glaubt daran. Es glaubt und deshalb sieht es. Und die Mutter boxt das aus ihrer Tochter raus. Nein, das ist eine Fantasie, das existiert nicht wirklich. Die Mutter kann die Spielgefährtin nicht sehen. Und dann wird uns gesagt, du musst das machen und du musst das machen und das Leben ist hart und harte Arbeit und schlimme Dinge passieren. Und dann werden wir in ein Leben hineingezwungen, wo auf uns wenig Geld, Überlebenskampf, harte Arbeit, Sorgen, Ängste und Krankheit warten. Das müsste alles nicht sein. Warum nicht ein bisschen genauer hinschauen? Wer der Spielgefährte des kleinen Mädchens ist? Grüß dich. Würde die Mutter sich damit befassen, würde sie plötzlich dieses zweite Mädchen auch wahrnehmen. Es würde das Leben des kleinen Mädchens, der Tochter,
vollkommen ändern. Das Mädchen könnte ein wunderbares Leben leben. All das steht schon in der Bibel und ich bin sicher in all den anderen religiösen Schriften. Aber warum wollen unsere Eltern und unsere Lehrer und wie die uns Religion nahebringen, all das ausboxen? Warum? Weil wir dann glücklich miteinander leben, ohne Kampf. Weil wir dann glauben an Frieden glauben und den Frieden auch wahrnehmen. An Großzügigkeit, Freundlichkeit. Daran glauben, dass wir alles haben, um zu überleben und schön leben, gut leben. Wir brauchen alle eine Aufgabe. Auf Reisen zu gehen ist interessant, aber irgendwann wird man des Reisens müde. Zu spielen oder einfach nur irgendwo in der Sonne zu liegen ist ja ganz schön, aber irgendwann einmal wird das langweilig. Wir brauchen Abwechslung. Und ein Teil davon ist eine Aufgabe zu haben. Für mich ist das meine Website, es ist viel Arbeit, aber ich mache sie gerne. Vorher habe ich im internationalen Handel gearbeitet. Und vorher habe ich im Unternehmen meiner Eltern gearbeitet. Ich habe immer viel gearbeitet. Ich habe auch körperlich hart gearbeitet. Das habe ich gerne gemacht. Arbeit kann doch Spaß machen. Wenn Sie Eltern haben, die Ihnen beibringen, dass Arbeit Spaß machen kann, ist das wunderbar. Das Leben hier auf der Welt besteht aus so vielen Dingen. Diese Dinge, den Alltag, die Alltagsroutine schön zusammenzufügen, die Dinge schön zu machen, mit dem Leben glücklich zu sein und dann zu glauben, dass wir haben, was wir möchten, dann nehmen wir diese Dinge wahr. Zu glauben, dass wir geheilt sind. Nicht bitte, lieber Gott, heil mich, hilf mir, sondern danke, dass du mich geheilt hast. Dann wird es ihnen besser gehen. Und wenn sie das üben, immer wieder üben, gehen sie dennoch zu Ärzten, denn unser Glaube ist ganz einfach nicht stark genug. Jesus hat es gesagt, und wenn sie sich beobachten, auch wenn sie noch so sehr von Dingen überzeugt sind, es kommt immer wieder irgendwo ein Zweifel rein. Vielleicht gelingt es ihnen, wenn sie immer wieder sich zurückholen zu dem, was sie wirklich möchten, zu dem, was sie wirklich glauben möchten, dass sie dann vermögend sind, erfolgreich und gesund, ein ganzes Leben lang. Das wünsche ich Ihnen. Danke, dass Sie zugehört haben. Das war Dr. Christa Herzog. Besuchen Sie mich auf seele.christaherzog.com oder auf meiner Facebook-Page Vision und Seele. Danke.